Sehr geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Field of Glory Medieval 2. Field of Glory 2 Medieval. So rum, gegen den Merp. Ja, ich würde sagen, starten wir gleich los. Der Zug vom Merp läuft bereits. Und, ja. So, ich bin da. Die Katze ist da. Jetzt schauen wir mal, was jetzt hier passiert. Ja, die müssen einiges einstecken hier, standgehalten. Okay, die gwynedische Speerträger bevorteilt gegen flämische Speerträger. Wir sind allerdings defensiv, da mache ich mir jetzt keine allzu großen Sorgen. Wobei, die sind schon in Unordnung, gell? Und wieder das kleine Problem, dass ich nicht genau erkennen kann, wer da auf wen schießt. Und leider zoomt, aber das ist in dieser Partie, so in einer anderen Partie gegen den Ranger, ist die Kamera immer mitgezoomt. Das ist eigenartig. So, Katz, jetzt beruhig dich mal. Wir werden das schon irgendwie überstehen hier. Okay, jetzt sind wir da im Nahkampf. Finde ich jetzt erstmal gar nicht so schlecht. Dadurch können die Bogenschützen nicht mehr auf mich schießen. Die Kavallerie geht jetzt auf den linken Flügel rüber. Anscheinend war das eine Finte von ihm, mich darüber zu locken. So, hier wurden Karrees gebildet. Das macht nichts, wir wollen eh weiter in den Rücken kommen. Das war's. Ich schaue mir jetzt wie üblich das Schlachtfeld erstmal kurz alleine an und dann machen wir den Zug gemeinsam. Ich sehe schon immer, das großartige Überlegen bringt hier gar nicht so viel. Ich kann ja viele Sachen eh nicht ändern. Aber jetzt gucken wir mal. Fangen wir mal mit den einfachen Dingen an. Mit der Kavallerie hier. Wie viel sind wir denn entfernt? 1, 2, 3, 4. Ja, das sind wir genügend weit weg. Dass wir da in die Flanke kommen können. Jetzt haben wir hier drüben ja noch die leichten Wurfspießreiter. Um die werde ich mich später kümmern. Ich muss mal kurz schauen, die Katze liegt gerade so ungünstig auf meinem Arm. So, Mizi. Frage ist jetzt hier. Wenn wir gegen die Plänkler hier vorrücken. Aber wir werden hier keinen in den... Was machen denn die leichten Langbogenschützen hier? Ist ja auch interessant. Ich frage mich jetzt tatsächlich, ob es sinnvoll wäre, gegen diese Einheit hier, gegen die Bogenschützen vorzurücken. Die weichen dann natürlich aus und ich wäre dann aber vielleicht an den leichten Wurfspießschützen dran. Allerdings haben die Nahkampf... Das sind so schwere Fußtruppen. Keine Nahkampffähigkeiten. Wisst ihr was? Wir probieren es jetzt einfach. Sie weichen aus. Weichen nochmal aus. Unsere Verluste 11, feindliche Verluste 8. Jetzt muss ich nur aufpassen, obwohl in die Flanke werden wir die nicht so schnell kommen. Da werden wir jetzt hier schauen, dass wir mit unserer Reiterei rankommen. Dann kann er sich denen nicht so leicht zuwenden. Leichte Langbogenschützen, 1, 2, 3. 1, 2, 3 können sie schießen mit Drehung, da kommen sie eh nicht wirklich ran. So. Bedeutet aber auch, dass wir jetzt hier die Einheit erstmal... Moment, den machen wir rückgängig. Wir haben ja erstmal hier noch unsere Reiterei. Vielleicht machen wir da den Weg jetzt erstmal frei. Leichte Langbogenschützen, die weichen dann auch erstmal zurück. Ist die Frage, ob wir die... Alle müssen wir uns drehen. Verluste 2 bis 10. Und die haben 129. Das heißt, wir können sie nicht in Unordnung stürzen. Haben wir noch weitere Bogenschützen hier? Nee. Das heißt, wir kommen hier ran. Wir werden dann nicht im Nahkampf. Das bedeutet, die walisischen Langbogenschützen könnten uns angreifen. Allerdings auch nur mit 50% Kraft.
Frage ist jetzt, ob ich hier tatsächlich in den Nahkampf gehen sollte. Sieg 5%, Unentschieden 70%, Niederlage 26%. Allerdings sind wir dann im Nahkampf deutlich besser dran. Also doch, wenn wir im Nahkampf sind. Wisst ihr was? Wir machen das. Solange wir die Kontaktphase jetzt überstehen, haben wir sie jetzt gebunden. Das bedeutet aber auch, wenn ich das richtig interpretiere, dass wir jetzt in der Nahkampfphase stärkere Vorteile haben. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, wenn ich. Ob die auch ausweichen? Ne, die weichen nicht aus. Das heißt, die haben jetzt ganz gut gebunden da. Das klappt schon mal sehr gut. Da bin ich sehr zufrieden. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass wir hier nicht. Ja, da kann es sein, dass die sich drehen können. Die können mir hier auch in die Flanke kommen. Da habe ich jetzt ein kleines Problem. Denn ich komme hier mit niemandem ran. Das heißt, die Einheit hier wird in die Flanke angegriffen werden. Können wir den Nahkampf schon mal ausführen. Unentschieden. Da kommen wir nicht ran. Feudale Fußtruppen. Jetzt schauen wir mal. Wir haben, die sind geschützt. Die sind auch geschützt. Unerfahren, Durchschnitt. Ich würde fast sagen. Nee. Leichte Langbogenschützen. Da gehen wir jetzt ran. Ah, die verfolgen nicht. Schade. Das hätte ich mir jetzt ehrlich gesagt gewünscht, dass die verfolgen. Gut. Dann haben wir noch unsere Reiterei. Die können wir jetzt eigentlich relativ gefahrlos hier mit ranbringen. Momentan bin ich jetzt nicht so unzufrieden. Wir haben jetzt schon mal Langbogenschützen hier gebunden. Wir sind im Nahkampf mit den quindischen Speerträgern. Die sind jetzt im Nahkampf uns auf alle Fälle nicht überlegen. Gut, den Kampf müssen wir auf alle Fälle auch noch führen. Mal gucken, ob wir da vielleicht noch irgendwas Besseres machen können. Das heißt, wir werden hier die Langbogenschützen noch angreifen und ebenfalls binden. Und die leichten Wurfspießschützen. Ah, na, da haben wir das Problem, die werden wahrscheinlich nachrücken. Das heißt, wir werden dann angreifbar aus der Flanke. Dann würde ich sagen, die lassen wir jetzt hier stehen. Wenn wir die angreifen, leichte Wurfspießschützen, die werden auch ausweichen. Und die leichten Langbogenschützen hier. Das muss ich mir jetzt genau überlegen, was ich da mache. Die werden ausweichen und meine werden nachziehen. Das machen wir. Das heißt, die sind hier nochmal ausgewichen. Müssen wir gucken, dass wir jetzt die hier noch vertreiben. Könnte gefährlich werden, denn ich habe hier die Ritter in der Flanke, da muss ich jetzt aufpassen. Schauen wir uns mal, was haben wir denn hier hinten noch? Leichte Wurfspießreiter. 1, 2, 3. Ah, da sind wir zu nah dran. 1, 2. Was will man da für einen Schaden anrichten? Nee, das ist 0 bis 4. Das bringt uns gar nichts. Ich würde sagen, wir lassen die tatsächlich mal so stehen. Nein! Ah, die drehen wir bloß. Können wir die noch drehen? Die vielleicht doch eher rückgängig machen sollen. Gut. Da ist jetzt die Frage: Was mache ich mit meinen Rittern hier? Haben die Nahkampffähigkeiten? Nochmal nachschauen. Keine Nahkampffähigkeiten. Das heißt, die dürften mir eigentlich jetzt nicht in die Flanke fallen können. Ja. Ziehen wir die Jungs dahin.
Tatsächlich bin ich da jetzt... Wie viel kann denn die Kavallerie jetzt nochmal nach vorne? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2. Naja, die kommen da schon hin. Werden wir uns lieber mal da noch aufhalten. Verschieben wir hier noch welche auf die linke Flanke. Und hier mit die leichten Langbogenschützen. Können wir die noch attackieren? Ja. Das finde ich nicht schlecht. Gut, jetzt müssen wir noch schauen. Also hier sind jetzt einmal Langbogenschützen. Wo brauchen wir die jetzt am effektivsten? Tatsächlich wäre es gut, wenn wir hier auf Einheiten dort feuern können. Die werden allerdings nachher gleich im Gefecht sein. Wir haben hier drüben aber noch einiges. Ich würde die jetzt rüber verlegen. Ach, da können wir drüber schießen. Ach, wegen dem Höhenvorteil. Verluste 2 bis 8. 4 bis 14. Ja, das ist meine Hausnummer. 2 bis 10. Ah, wisst ihr was? Das habe ich überhaupt nicht... Das habe ich gar nicht so gewusst, aber ich kann hier drüber schießen. Das ist ja hervorragend. Das heißt, wir können den schwere Verluste zufügen. Allerdings wäre es besser, wir fügen eine Einheit Verluste zu, wie hier hinten. Was hat man dann da? 2 bis 10. 370 Mann ist natürlich echt eine Menge. 2 bis 8. Unterfeldherr ist hier drin. Wäre also nicht so verkehrt, wenn die die Unterstützung ihres Unterfeldherrn verlieren würden. Wir machen das mal. Schießen die jetzt auch? Gut. Ja, nicht schlecht. Hätte ich mal meine Bogenschützen hier drüben gelassen, wäre sinnvoller gewesen. 4. Ja, das mit der Höhe habe ich gar nicht gewusst. Naja. Schön, wieder was gelernt. Das heißt, wir werden jetzt aber diesen Angriff hier, der Nahkampfphase hier fortsetzen. 22! Boah! Zurückgedrängt. Tja, jetzt bräuchte man eine Kavallerieeinheit. Geschützt unerfahren. Ich denke auch, wir werden die Einheit jetzt hier auch eher in die Mitte holen. Gut. Tja, was machen wir mit den Plänklern hier? Gute Frage. Leichte Wurfspießreiter. Ob wir uns den annehmen? Die sind bloß schwer zu kriegen. Ich würde fast mal sagen, unsere Ritter hier, was haben die für eine Kampfentfernung? Wurfreichweite 1. Die sind auf alle Fälle unangenehm, die Zeitgenossen. Ich denke mal, ich werde mal einmal Kavallerie weiter hier hochholen. Kommt er da ran? 1, 2, 3, 4. Ne, kommt er nicht. Das heißt, wir können jetzt nächste Runde drehen. Gut, haben wir noch Einheiten, die sich bewegen könnten? Die sollen hier alle stehen bleiben. Nochmal die Frage... Nee, wenn ich die angreife, bekomme ich da auf den Deckel. Das ist nicht gut. Die Einheit könnte noch angreifen. Auch hier gilt, wenn ich die angreife, bin ich... Ja, da sind wir tatsächlich gar nicht mehr so gut. Sieg 10%, Unentschieden 73%, Niederlage 17%. Allerdings im Erstkontakt könnte es sein, dass wir uns relativ schnell eine Niederlage einhandeln. Wenn ich jetzt hier angreifen würde, was würde passieren?
Na ja, gut, in die Flanke könnt ihr mir nicht wirklich kommen, weil dann habe ich hier meine Lehnstruppen. Die sind zwar unerfahren. 244 Mann gegen... Ja, es wäre schon gut. Ich bleib hier stehen. Gegen den Wall soll er hier anrennen. So. Das war's. Belassen wir es dabei. Glücklich bin ich nicht, aber unzufrieden bin ich auch nicht. Wenn wir sehen, wie das weitergeht, seht ihr dann gleich. Bin sehr gespannt, was jetzt passieren wird. Schlachtordnung sieht anders aus. Und wieder mein großes... Ja. Mein großes Jammern, dass man einfach schlecht sieht, wer auf wen schießt. Ah ja, da kommen die Plänkler. Mal gucken, ob wir den noch eine Schlichtung direkt noch machen. Die Sorgen, die werden mich auf alle Fälle Angriff, Flankenangriff. Ja. Das haben wir gewusst. 23 Mann, aber standgehalten. Wir werden ihm aber jetzt auch in die Flanke fallen. Nochmal standgehalten. Nicht schlecht. 1, 2. Ja, wir fallen ihm jetzt auch in die Flanke. Sehr gut. Ich bin mal sehr gespannt. Seine Kavallerie... Jawohl. Die walisischen Langbogenschützen haben 22 Mann verloren. Hoffentlich bleiben meine stehen. Ja, die bleiben stehen. Feindliche Verluste 30 bei den Speerträgern. Hat sich auch gelohnt, hier den Angriff zu suchen. Ein Unentschieden. Ebenfalls ein Unentschieden hier bei den defensiven Speerkämpfern gegen die offensiven Speerkämpfer. Angriff, Kontakt. Jetzt geht er in den Angriff. 27 Mann auf meiner Seite verloren. Boah. Ja gut, es sind offensive Speerträger. Hier mal ausgehalten. Man sieht schon, das ist natürlich ein großes Glückselement dabei. Aber ja klar, warum nicht? Mir persönlich gefällt es sehr gut. Hier kommt immer sehr viel Spannung, Hektik und vor allem Chaos auf. So, da sind wieder Plänkler. Die habe ich ja wirklich gefressen. Sehe ich nichts. Wir hätten jetzt gewonnen, verloren. Ich habe verloren. Uiuiui. Na gut. Werden wir uns mal von der Mitte aus durcharbeiten. Nee. Der Gegner hat es verloren. Ja, die Langbogenschützen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Leider habe ich ja erst im letzten Zug bemerkt, dass meine leichten Langbogenschützen vom Hügel aus über meine Reihen drüber schießen können. Das war sehr vorteilhaft. Schauen wir mal an. Im Übrigen, ich erwähne es nochmal, um so nah rangehen zu können, muss man einfach nur eine INI-Datei verändern. Ich habe euch das ja unten in der Beschreibung drangehängt. Finde ich ziemlich cool, dass man auch näher rangehen kann. Verstehe ich gar nicht, warum sie die Option nicht von Anfang an mit drin haben. Wer kämpft jetzt hier eigentlich? Wie sieht denn das da aus? Können wir uns das angucken? Unentschieden. Unentschieden. 68% Niederlage, 27%. Da müssen wir gucken, dass wir da irgendwie... Leichte Wurfspießschützen. Die können nicht wirklich ausweichen. Die Frage ist jetzt, ob ich mit denen in die Flanke gehe. Wie weit kann ich denn mit denen hier vor? Nicht so weit. Ich habe natürlich immer noch die Kavallerie hier im Nacken. Das heißt, wenn ich mit den Lehnstruppen hier angreife, wie sieht es denn da aus? Niederlage 58%. Aber nur in der Kontaktphase. Ja genau, also wenn ich mit denen angreife, Kontaktphase, Impactphase, die verliere ich wahrscheinlich. Aber danach wäre es gut. Auf der anderen Seite kann mir dann die Kavallerie in die Parade fahren. Wenn es mal interessieren würde... 4 bis 10 Verluste hier bei denen. 4 bis 16 Verluste, okay. Was haben wir hier? 2 bis 8. 4 bis 12 Verluste. Was hätten wir hier? 2 bis 10. Dann nehmen wir doch lieber die Option, dass wir auf die feuern. Schauen wir mal, ob wir die zermürben können. Geschwächt. Sehr gut.
Leider ist meine Kavallerie gerade nicht in der Lage anzugreifen. So. Jetzt überlegen wir mal. Ich komme mit denen. Ne, das. Ich glaube, das muss ich tatsächlich ein bisschen länger überlegen. Ich weiß, ich springe immer ziemlich rum. Den Nahkampf müssen wir sowieso führen. Machen wir das mal. Jawohl, 18 Verluste bei ihm, aber standgehalten. Den Angriff müssen wir auch führen, allerdings werden meine Einheiten dann nachrücken, aber beides macht ja nichts. Gerät in Panik. Und eine weitere Einheit ist geschwächt. Nämlich hier die quinnischen Speerträger, das ist sehr gut. Im Karree sind sie auch noch nicht. Ah, okay, wir sind in der Kontrollzone von den walisischen Langbogenschützen hier. Das heißt, wir können nur die angreifen. Dann könnten uns aber die leichten Wurfspießschützen... Ah, schwierig. Also wenn ich die angreife, was sehr vorteilhaft wäre... Niederlage 68%. Ja, das sind halt defensive Speerträger. Das ist halt der Nachteil. Weißt du was? 4 bis 16, 2 bis 10... Wenn wir mal gucken, dass wir die Langbogenschützen hier. Ah, leider nicht geschafft, dass wir sie schwächen können. Jetzt überlegen wir nochmal, wenn wir die angreifen. Falls wir gewinnen, werden die abziehen. Wenn ich jetzt die, kann ich nicht angreifen, weil wir hier in der Kontrollzone sind. Wenn ich jetzt die angreife, können mir die allerdings in die Flanke fallen. Das würde mir nicht gefallen. Offensichtlich. Nee. Muss ich auf die lange Bank schieben, die Entscheidung? Wir können mal die Angriffe schon mal führen. Was haben wir denn hier? Sieg, Niederlage, Unentschieden. Sind wir in der Nahkampfphase, 7 zu 7. Die sind gebunden, das bedeutet, wir werden es jetzt hier in die Flanke stellen. Dann können wir in der nächsten Runde einen Flankenangriff machen. Sofern meine Leute das aushalten. Sehr gut. Sieht doch alles gar nicht so schlecht aus. 24 Mann verloren auf der gegnerischen Seite. Ebenfalls sehr gut. Hier könnten wir die Langbogenschützen vertreiben. Allerdings werden die sich bestimmt... Das Problem ist, wenn ich die angreife, werden die ausweichen. Und meine Jungs mit hinten nach. Und dann stehe ich hier komplett isoliert hier hinten drin. Aber wir können einen schönen Flankenangriff hierher führen. Flankenangriff... Dadurch sind die automatisch geschwächt. Sehr gut. Weil den Jungs hier geht es ja nicht mehr wirklich gut. Frage ist jetzt, ob ich tatsächlich mir den Angriff hier leisten kann. Sollte ich allerdings machen. Ich gehe mit meinen defensiven Speerträgern momentan sehr offensiv um. Aber es bietet sich auch einfach an. Gerät in Zwangspanik, ja. Den Kampf können wir auch führen. 10 zu 7. Zu meinen Ungunsten. So. Leichte Wurfspießschützen. Kommen wir daran? Ja. Jetzt ist die Frage, mache ich das mit der Kavallerie oder nicht? Die Sache ist die. Die werden bestimmt in die Flucht geschlagen. Das heißt, meine Kavallerie zieht nach und greift eventuell diese Einheit in den Rücken an. Allerdings sind die geschützt durch die Speerträger hier. Ist vielleicht doch keine allzu gute Idee. Gut, also in der Mitte haben wir jetzt eigentlich alles gemacht, was es zu machen gibt. Steht immer noch die Entscheidung aus, ob ich hier jetzt angreife oder nicht. Auf der anderen Seite, ich kann die ja von hier angreifen, oder? Ja.
Weicht aus. Das heißt, der Gegner kann mir nicht in die Flanke kommen. Oh, 25 Mann geschwächt. Das war natürlich jetzt ungünstig. Sehr ungünstig sogar. Ja, greifen wir die jetzt an oder nicht? Das ist echt die Frage. Ich habe halt dann hier die Wurfspießschützen im Nacken. Das gefällt mir nicht. Das lassen wir. Aber auf die Distanz können die natürlich auch brutal schießen, gell? Und ihr wisst ja was. Ich muss das machen. Weil die Verluste wären jetzt, glaube ich, für mich deutlich höher, wenn mir die in die Flanke gefallen wären. Ja. Gut. Hier haben wir eine geschwächte Einheit. Ich habe allerdings noch... Ich habe keine Einheit, die da rankommen können. Drehen wir uns da mal. Nee. Das gefällt mir nicht. Dann bin ich nämlich in der Reichweite von einem und er muss sich davor... Ja gut, in die Reichweite kommt er sowieso ran. Lassen wir es mal dabei. Und ich denke mal, wir werden hier... Oder gehen wir hier rüber? Von hier aus... Nee, wir ziehen hier hin. Drehen kann ich mich nicht mehr. Das heißt, die haben jetzt auch bewegt. Schauen wir mal, wo wir jetzt hier Leute zum Lückenstopfen brauchen. Eventuell hier in der Ecke. Gut, dann die Kavallerie. Die sind schon im Karree hier aufgestellt. Eins, zwei, da könnten sie zu nah ran. Bin ich gespannt, ob sich der weitere Ausritt hier lohnt. Ah, die Kommandoreichweite nochmal einblenden. Befehlsreichweite. So, den Kommandanten hier ranführen. Nicht ganz gereicht. Tja, was machen wir mit den Jungs hier? Die sind schon im Karree, das heißt, ich brauche hier keine Angriffe führen. Gehe ich jetzt hier mit denen in den Nahkampf oder nicht? Ja. War doch keine gute Idee. Mittlere Fußtruppen. Gehen wir hier mal ran. Gut. Sieht doch jetzt alles gar nicht so verkehrt aus momentan. Ich frag mich, ob die hier angreifen können. 1, 2, 3. Wahrscheinlich nicht, nee. 1, 2. Hier können sie auf alle Fälle nicht angreifen. Ist die Frage, nehme ich jetzt hier zweimal Kavallerie, um die zu jagen? Die Frage habe ich mir offensichtlich schnell selber beantwortet. Wann habe ich denn die bewegt hier? So, einmal durchschauen. Die würde ich nicht bewegen.
Ja, die Firma vielleicht einfach mal schon mal näher ran. Vielleicht hier drüben, um nachzustoßen. Na, wir gehen hier hin. Die bleiben stehen, die bleiben stehen. Ja, das war's. Gut, dann schickt mir den Zug ab. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß und Freude wie ich daran. Und ja, ich gebe zu, ich kann das Spiel noch nicht besonders gut. Ich habe auch die letzten Kommentare gelesen, was man alles hätte besser machen können und dass das Spiel eine große taktische Tiefe hat. Hat es auf alle Fälle, kann man jetzt auch schon erkennen. Was ich transportieren möchte, ist aber auch einfach Spaß und Freude. Der Merp kann es, glaube ich, relativ gut und trotzdem macht mir diese ganze Sache unglaublich viel Spaß. Von daher kann man schon mal reingucken und man muss kein Profi sein, um Spaß in solchen Spielen zu haben. Aber ich arbeite dran. Ich bin ziemlich angefixt. Das Spiel macht echt Spaß. In diesem Sinne wünsche ich euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, pfiat euch. Servus.